Herzlich willkommen zu unserem Kursus Altbayerisch für Einsteiger. Heute Folge 666, der heimliche Beischlaf. Oder auf Bayerisch Fensterin. Das ist Resel. Resel ist die Tochter vom Schwartelbauer und sie friert bereits seit vielen Jahren bei offenen Fenstern ihrer Kammer, in der Hoffnung, endlich einmal nächtlichen Besuch zu erhalten. Lieber Himmelvater, jetzt schick mir heute mal einen. Ich mein, wenn ich schon sehe, die Leute da ohne lernen. Wie lange ich schon warte, das möchtest du ja nicht meinen. Ich mein, ich tue doch keine Leute ohne lernen und dann kam er keiner. Ich wiederhole, ich tue doch do kua lorto ohne Lorna und dann kammert Korna. Zu Deutsch, ich habe ideale Bedingungen geschaffen für ein Tät-a-Tät, doch keiner will mich tätteretter-tätten. Doch da scheint ihre Sehnsucht endlich ein Ende zu finden. Psst, hä? Ich wiederhole, psst, hä? Zu Deutsch, ich möchte keine zu starke Aufmerksamkeit erregen, aber ist da vielleicht jemand zugegen, der meine Anwesenheit würdigen könnte? Resel, bist du da? Ich hätte etwas zu reden mit dir. Ja, wart, ich zieh mich gleich aus. Ich wiederhole, ja, wart, ich zieh mich gleich aus. Zu Deutsch, lass uns nackend ein Gespräch führen. Nein, nein, ich ist wegen der Leute, weil die da doch schon so lang lernt. Ja, für die Bertel, bloß für die Bertel. Ja, das ist ja gut, weil ich hätte mir gerne mal die Leute geliehen, damit ich finstern kann bei der Glor vom Moor. Damit die Fenstern kannt bei der Chloa vom Moor. Zu Deutsch, Herr Meier ist im Besitz einer Tochter, die verlockende Reize auf mich aussendet. Doch da erhalten die beiden unerwarteten Besuch. Was ist denn da? Ja, ja, das hätte ich ja nie nimmer geglaubt, dass so uns einmal einer einsteigt. Ja, schnell mach's Fenster zu, dann bleibt er da. Das ist mir wurscht. Wo's liegt, das biegt. Ich wiederhole, wo's liegt, das biegt. Zu Deutsch, er wird dich heiraten. Aber Schwartelbauer, das kannst du mir doch nicht antun. Aber was ist, wenn's der Himmelvater doch so wollen hat, hä? Mach mal ein Licht. Nein, nein, ich glaub, das kann kein Himmelvater wollen. Ja, da feuert mir jetzt auch kein Himmelvater ein. Ich wiederhole, da feuert mir jetzt auch kein Himmelvater ein. Zu Deutsch, alle Götter dieser Welt haben sich bei deinem Anblick zurückgezogen. Ich wollte mir gerade mal die Leute leihen. Die Leute leihen? Und da wittert der Schwartelbauer doch noch eine Möglichkeit, die Situation gewinnbringend zu gestalten. Ja, was darfst du nachher zahlen? Zahlen? Für das alte, der florscht die drum. Der florscht abgenutzt. Ja, gerade deswegen. An die eigenen Leute, da hat er schon vor 50 Jahren der Vater von der Glor vom Moor angesucht. Ich wiederhole. An die eigenen Leute hat schon vor 50 Jahren der Vater von der Glor vom Moor angesucht. Zu Deutsch? Durch eine spezielle Konservierung wurde diese Leiter besonders haltbar gemacht. Der Vater von der Glor vom Moor. Und was ist jetzt mit mir? Sei statt, da geht ein Geschäft. Ja, für die Leute, da gebe ich dir ja gleich meine Uhr, mein Kettel und mein Geld dazu. Guter Bub. Ich wiederhole, guter Bub, zu Deutsch. Mein junger Freund, schön, dass du dich so leicht verkackeiern lässt. Und ich hab jetzt wieder Korn. Jetzt hör auf mit dem Geschrei. Von dem Zeug kauf ich dir zwei. Das war Altbayerisch für Einsteiger. Folge 666 Fenstern. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Dann zum Thema, wenn die Moorsche Lorte bricht, dann trägt sie keinen Burschen nicht. Schönen guten Abend.